Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Seven Days to Die mit Voucher und mit unserem Nameless. Schön, dass ihr da seid. Ihr seht schon, ein bisschen später eingestiegen heute. Der Nameless hat drüben den Tragschrauber schon mal vorbereitet, dass der morgen startklar ist für uns. Dann können wir endlich einen Ausflug machen. Wir fahren jetzt kurz rüber. Ich habe noch hier ein bisschen was vorbereitet, ein paar Spikes. Den Stahlwandschrank will ich noch setzen. Eine Handvoll Minen und diese Stolperdrähte, die wir letztens bekommen haben. Ein, zwei Aufwertungen und dann geht es heute in die 11. Horde. Und die 11. Horde wird sein als Krieger und mit der Hälfte der maximalen Anzahl an Zombies, die man einstellen kann. Ne? Maximal ist 64. Wir sind bei 32 Zombies heute. Ich glaube, die Grundeinstellungen waren auf 8 und wir haben die ganze Zeit auf 12 oder so gespielt. Bedeutet, das sollte heute richtig klopfen. Also da kommt heute richtig was raus. Und die erhöhte Schwierigkeitsstufe. Ich bin gespannt. Wir lassen es einfach mal über uns ergehen. Wenn wir Pech haben, kann das auch sein, dass es so viele sind, dass uns hier die Hütte zusammenfliegt. Ne? Weil wir haben eigentlich nur einen Elektrozaun oben, der die Zombies davon abhält, uns hier die Klappen wegzuschlagen, die ja kaum Dings haben, kaum Wert. So, hier habe ich schon mal angefangen. Das werde ich jetzt auch noch gleich fertig aufwerten, dass wir wirklich im Falle der Flucht hier schnell rüberkommen. Drüben ist soweit alles startklar für uns. Und hier habe ich jetzt auch aufgehört, noch mehr Zaun zu setzen. Wir gucken erstmal, ob das so funktioniert. Was ich auf jeden Fall aufwerten möchte, ist dann später untenrum die komplette Geschichte, dass die Laufwege mindestens auf Mischung sind. Stahl werden wir dann aufs nächste Mal machen. Wenn alles läuft, ist das hier normalerweise gar kein Thema. Bis hier oben, ne? Gott, ist das ein hoher Turm. Ab hier. Ab hier ist mehr oder weniger Bottleneck, sagt man, glaube ich. Also wir haben halt hier nur diesen einen Zaun, ne? Ja, aber auf der anderen Seite, ich habe, wie ihr seht, auch die ganze Billigmuni mal zusammengezogen. Da können wir richtig reinholzen. Dann haben wir hier zur Unterstützung das Turret. Dann haben wir die Klingen, die ja schon beim Hochlaufen die ein oder anderen Zombies schreddern. Wir müssen einfach gucken, ob es läuft. Jetzt, wie macht man das? Beim Hochlaufen möchte ich... Ne, wir machen das so, die fliegen ja runter. Alter, ist der Turm hoch. Die fliegen ja hier runter. Vielleicht bauen wir hier wirklich irgendwann ein Dings hin. Wir müssen mal gucken, was macht denn das eigentlich so an Damage hier, so eine Mine? Blockschaden 3. 10. Also die kannst du theoretisch, kannst du die auch in die Nähe der Blöcke legen, ne? Weil das sind ja gerade mal 10 Damage auf, was weiß ich, wie viel Haltbarkeit. Allerdings will man natürlich, warte mal, ich muss das hier mal kurz angleichen. Da verzieht sich ja immer der Boden ein bisschen, ne? Ich darf mir jetzt nur nicht so ewig Zeit lassen, sonst kommen sie und ich bin immer noch nicht fertig. Ne? Was weiß ich nicht, wir machen mal hier eine hin. Hier eine. Dann hier eine. Ich weiß ja noch nicht genau, wo die überall rumlaufen. Dann scheppert es heute Nacht auch mal ein bisschen. Dann habe ich noch von diesen Topfminen. Können wir mal hier eine hinsetzen. Ist es da dasselbe bei der Topfmine? Nicht, dass die jetzt plötzlich Blockschaden macht wie Sau. 10 Blockschaden. Zack, setze ich hier eine hin. Und für den Fall, dass sie hier direkt dran klebern, da mal eine. Ist ja auch nur mal ein bisschen, dass es ein bisschen knallt hier bei uns, ne? So, den Schrank setze ich gleich oben. Dann habe ich diese Stolperdrahtgeschichte. Die habe ich, glaube ich, so noch nie benutzt. Da frage ich mich gerade, ob das nicht vielleicht doch geil... Guck mal, wie die aussehen. Ich setze mal zwei hier vor. Zack, zack. Ist ja eigentlich auch wurscht, wo wir die setzen. Ist einfach nur ein bisschen Spielerei heute mal. So schnell sind sie verbraucht. Die Eisenstacheln und die Holzstacheln. Dann machen wir mal hier Billigheimer Holzstacheln hin. Bei Stacheln müssen wir halt immer aufpassen. Ihr kennt ja unser Nemi. Der ist der Erste, der drin steckt. So, machst du drüben noch ein paar. Über den Stolperdraht sollst du allerdings selber, glaube ich, nicht laufen. Du bist nur gegen Minen immun. Zack, Stacheln ins Knick. Wir könnten natürlich hinter uns gleich die anderen Stacheln setzen. Oh, das machen wir, glaube ich, wenn wir hochlaufen, dass wir hinter uns dicht machen damit, ne? Dann lass mich mal kurz das hier nur angucken. Kommst du hier noch durch? Ja. So, da sind wir doch mal gespannt heute. Aber wir werden auf jeden Fall bis 4 Uhr durchhalten müssen. Ich glaube nicht, dass es auch nur annähernd nochmal klappt, die abzuarbeiten jetzt, wenn wir so erhöht spielen. Ne?
So, die Frage ist, ah Mist, der muss nach innen praktisch. Ja, aber kann ich den auch so setzen? Das ist ja krass, oder? Weil dann kann ich nämlich später auch hier alles reinschmeißen. Oh, das ist ja eine krasse Geschichte. Die werde ich zum Beispiel jetzt nicht brauchen. Die verbauen wir dann. Die Grundmatz, die nehme ich natürlich mit. Die gute Muni, ich glaube, machen wir es mal so. Und die hier zum Rausholzen, das ist viermal aufladen. Den Rest kann ich ja dann rausnehmen hier. Das ist ja genial jetzt, oder? So, Leute. Dann ist das soweit erledigt, ja, dann setzen wir gleich die Spikes, wenn es hochgeht. Ich gucke nochmal, dass ich alles habe soweit und würde jetzt wirklich nur noch die letzten Aufwertungen machen hier, Zemento-mäßig. Wir haben ja schon alles vorbereitet, ist ein bisschen ungewohnt gerade für mich. Die lasse ich auf Cobblestone, weil ich erst sehen muss, wie sie funktionieren, ne? So, das meine ich, dass ich einfach hier keine Cobblestone mehr habe. Da gucke ich jetzt nochmal durch, weißt du, hier zum Beispiel und drüben mein Turm, dass ich da nochmal ein bisschen... Oh, dicke Achtung, du hast hier schon Gas gegeben. Hier die Seitenpoller kann man ja schon mal ein bisschen verzieren. Ja, aber um länger rummachen, Leute, oder? Ich glaube, heute wird es am interessantesten für uns. Wie bestehen wir auf Krieger mit der erhöhten Anzahl an Zombies, die da jetzt heute kommen? Siehst du hier zum Beispiel? Kann man eine Reihe dazu nehmen. Ich habe ja ein bisschen Mischung vorbereitet. Mehr als üblich, weil... Muni mussten wir keine herstellen. Da war alles. Ja, doch, ich habe aber, glaube ich, auch ein kleines Stick Muni hergerichtet. Nämlich, wenn du den Turm hier noch aufwerten willst, musst du jetzt irgendwie gucken, dass du da sich hochframest mal ein bisschen. Ja, weißt du, gerade hier vielleicht die Frontseite ein bisschen verstärken noch, weil da spucken sie ja dann doch oft dagegen. Oben sehe, da habe ich es schon gemacht. Ansonsten bin ich etwas aufgeregt heute. Und glaube, es macht Sinn, wenn wir einfach das Ding über uns ergehen lassen. Dann gucke ich jetzt nochmal, ob der Starkschrauber fertig ist. Mit dem möchte ich morgen mit euch nämlich dann rüber. Den kriegst du auch noch. So, fertig, oder? Was machen wir denn länger oben? Habe ich noch Mischung für heute Nacht? Jo, das reicht. Leute, ich blende rüber, ja. Ich mache jetzt den Käfig da vorne noch klar und gut ist. Das hier. Das werte ich jetzt nochmal ein bisschen auf, dass es ein bisschen Stabilität hat. Aber wenn da so eine Horde mir hinterher geht, sobald die mich hier erspähen, schlagen die das Ding auf in wenigen Sekunden. Jo, wir sehen uns gleich so gegen 9 wieder, würde ich sagen. Bin sehr gespannt. So, meine Lieben, es kann losgehen. Backup-Falle anschalten. Ganz, ganz wichtig. Bam, Benzin ist genug drin. Bam, Benzin ist genug drin. Fluchtweg ist soweit klar. Ich darf jetzt, glaube ich, bloß nicht unten rum, sonst muss ich nämlich, ich komme nicht mehr raus sonst. So, mein Motorrad steht hier vorne, falls wir ganz abhauen müssen. Hier ist soweit alles klar. Und ich habe noch den Tresor vorne geholt. Der Tragschrauber ist übrigens klar für morgen, ne? So, Leute. Letzte Aufwertung für heute. Willkommen im Drehwurmturm. Boom. So, bumm, sicherer wird es heute nimmer und bumm. Gut, ich bin sehr, sehr schnell bereit, aber warte mal, ich mache da mal aus, dass ich schon die ersten Schreier hole. Hier hätte ich natürlich auch noch ein bisschen aufwerten können, aber Kalaber. Wir haben ja oben das Turret, die Munition ist drin. Die Munition ist drin, eingestellt auf Zombies und die Munition ist gesperrt. Dann habe ich noch die ehrenvolle Aufgabe, 2 Skillpunkte zu verteilen und zwar einmal im Präzisionsschütze. Wir kriegen jetzt hier definitiv einen höheren Schadensbonus. Wir bekommen insgesamt mehr. Guck mal, 60% schneller zielen, 30% schneller nachladen und so weiter. Bumm. Und dann hätte ich gerne hier noch den Sperrmeister voll aufgeskillt. Auch hier eine Erhöhung all unserer Werte, unserer Spielweise. Dann, wie immer, gehe ich gerne frisch repariert in die Horde. Den können wir auch mal reparieren. Munition habe ich am Start. Verbände habe ich am Start. Hier habe ich noch mal ein bisschen was eingelagert für uns. Kleine Notreserve, ne? Das Einzige, was ich mal wieder nicht habe, ist Essen und Trinken. Aber er hat vorhin gegessen und getrunken. Leute, ich glaube, das ist es. So, auch hier bin ich einfach
gern frisch. 200 Stahlbahn ist nicht die Menge, aber wir können eh nicht alle Klingen reparieren drüben, sondern nur unsere und die Stahlblöcke hier vorne. Bisschen Mischung zum Reparieren ist noch da, Cobblestone zum Reparieren ist noch da für die Zäune von den Geiern oder beziehungsweise für die Seiten hier. Die habe ich jetzt natürlich super vergessen. Mit ein bisschen Glück reicht es aber zeitlich noch. Aber ich kann ja, sag ich mal, ich muss ja nicht ab ganz unten. Wir setzen einfach mal hier. So am Rand. Dann habe ich noch 5. Gucken, ob es das bringt, ne? Gut, das war's. Leute, das war's. Now or never. Gut. Ey, das mit dem Schränkle gefällt mir hier ziemlich gut, ne? Ey, lass die mal an. Irgendwie fühlt sich das hier so offen an, frag mich. Ah ja, gut. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe zu verkabeln. Okay, komm, ich mache keine Blende mehr. Wir warten, bis das Ding... Schubsi, ein Schmatzerle aufs Erschle, mein Digger. Hier ist ein kompletter Stahlverbau. Hier ist alles aus Zement bzw. aus Mischung, wie ich es immer nenne. Diese Unterblöcke habe ich jetzt vergessen, sehe ich gerade, aber die sind auch nicht so tragisch. Und wir müssten theoretisch hier Spuckerschutz haben, ne? Leute, es geht los. 32 Zombies, die Hälfte vom maximal möglichen. Sie kommen. Sie kommen. Es knallt. Bis jetzt laufen sie ihren Weg. Sie sehen tatsächlich... Oh, ich hab vergessen anzumachen. Boah, gerade so, Alter. Es funktioniert aber, ne? Es funktioniert. Seht ihr? Sie gucken gar nicht mehr hoch jetzt. Oh, merkt ihr diese, wie viel mehr das sind wie sonst? Viel mehr als sonst. Was macht denn da das komische Geräusch? Irgendwas schlägt irgendwo dagegen, oder? Bin das ich, wenn ich durch die Klinge schieße? Warte mal, ich schieß mal nicht. Ne, irgendwo macht's was. Alter, ich glaube, das ist das Ding da oben. Das schießt drüben gegen den Deckel, ne? Oh, oh. Erste Demo, das ist schon... Alter, wie die jetzt hier hochknallen, ne? Ey, aber der Turm funktioniert. Guck mal, 1A laufen die, 1A. Leute, 1A. Zaun ist repariert. Der nervt mich ein bisschen hier, ne? Weil der bedeutet einfach Gefahr, genauso wie die Cops. Leute, das läuft ja besser als drüben. Das ist Ingenieurskunst aus den Wastelands, meine Lieben. Ja, das läuft super. Klar, wir sind noch nicht lang wach, noch nicht lang drin. Also wach schon, aber... Weil die halt Kerzen gerade hochlaufen. Die kümmern sich nicht mehr drum, dass sie mir hier abkürzen. Das war nur der eine Baufehler. Ich hätte aber trotzdem gern noch einen zweiten Zaun aufgesetzt. Ich glaube, der wird uns nicht ewig heben hier. Oh. Wir haben hier was für die Ewigkeit. Das heißt, wenn das jetzt hier hebt bis morgen früh, weißt du, was ich da noch mache? Ich werde mir noch einen zusätzlichen Zaun besorgen. Einfach, falls einer ausfällt. Weil wenn der Zaun weg ist, sind wir durch. Und dann wird das ganze Ding einfach nur noch auf Stahl aufgewertet und fertig. Und dann noch so ein paar Auto-Turrets vielleicht. War da nicht gerade wieder ein Demolisher? Oh ja.
Jetzt kommt der Bulle schon, meine Lieben. Es darf mir nur nichts wegfallen hier, das ist alles. Wir müssen halt gucken, wenn irgendwas passiert, dass die Zombies nicht da vorne gestunt werden, dann muss ich rüber. Sonst sind wir hier fällig. Im Moment fühlt sich der Kollege hier sicherer an als drüben. Boah, aber wie viele Zombies, das merkt, den merkst du den Unterschied zu sonst? Wie viel mehr da kommen? Boah, die waren schön gestanden. Und die laufen hier astrein hoch. Die tun ja unten gar nichts mehr, ne? Reparieren. Wenn ich da einmal die Mats zum Reparieren vergesse, ist es vorbei. Das Schöne ist, wenn ich weiter drin stehe, sehen mich die Cops von unten nicht. Das heißt, sie müssen erstmal hochlaufen, ne? Mehr Demolisher als sonst habe ich jetzt schon gesehen heute. Das Turret oben schießt, glaube ich, rüber, ne? Wenn da jetzt noch Dingsmunition drin ist, panzerbrechende Leute in den Turrets, und wir noch 2, 3 dazu nehmen, wird es noch geiler. Weil wir wollen ja auf 64 Zombies erhöhen, Maximum, ne? Und dann ist doppelt so viel wie jetzt. Mal gucken, ob der Turm das hinkriegt. Die ist halt genau auf unseren Wahrnehmungsbaum abgestimmt, die Falle aktuell. Jetzt geht's dann, wahrscheinlich wird es jetzt gleich ein bisschen heftiger, weil unten die Klingen langsam ausfallen werden. Sowas kannst du halt auch nur machen, wenn keine Demolisher gerade kommen, ne? So. Krass, krass, krass. Wie sind die Game Stage eigentlich? 317 aktuell. Hoppa. Könnte gerade ein Cop gewesen sein, der gespuckt hat, obwohl er mich nicht gesehen hat, oder wie? Ey, das Turret macht es da oben. Ich brauche mich da nicht kümmern. Vielleicht sollten wir den Laufsteg ein bisschen dünner machen noch. Oh oh, da hat gerade was gepfiffen. War das das Turret oder ein Demolisher? Boah, sind das viele Zombies, Leute. Wenn die einmal durchbrechen, dann wird's panisch. Ich glaube, ein Turret ist schon leer. Ey, da müssen mehr Turrets hin, ganz klar. Und der Zaun müsste so sein, dass sie eigentlich noch mehr als Schnürle sind, ne? Weil diese 3 auf einen Streich, die habe ich nicht so oft. Immer so 2 eher. Turrets leer geschossen, 0.43 Uhr. Das muss in Zukunft, müssen so viele Turrets, dass die länger schießen oder schneller die Wellen abarbeiten. Man merkt auch schon, dass sich hier oben mehr ansammeln, finde ich. Guckt dir das an, wie viele das sind, Leute. Guck dir das an, du schießt und schießt und die hören einfach nicht auf, hoch zu spawnen.
Doch, irgendwas ist unten los. Irgendwas passiert unten, glaube ich. Was ich auch nicht ganz schnall. Da schießt die ganze Zeit, spuckt jemand. Aber er kommt nicht hier hoch, ne? Okay, da kommen Hunde, da kommen Grüne. Ein Uhr. Irgendwo klopft jemand unten. Oder ist es oben der Geier? Glaube ich, der Geier, gell? Ich muss den Zaun kurz reparieren, bevor mir der ausfällt. Also im Prinzip darf der halt die Muni hier nicht ausgehen und der Zaun darf nicht wegfallen. Ich glaube trotzdem. Okay, der Schubsi ist auch noch da. Schubsi ist eher für die Hunde zuständig. 1.24 Uhr, ich lebe noch. Irgendwer schubst. Es werden mehr, gell? Irgendwie gefühlt. Da darf halt nie irgendwas ausfallen. Das ist halt der einzige Nachteil. Aber dafür haben wir eine komplette Backup-Falle, die wir schon geproved haben, ne? Ja, geproved. Ich weiß. Leute, ich bin total happy, wie gut es gerade nur läuft. Stellweise ist einfach nur drauf und nicht mal mehr viel Ziel, ne? Ah, Muni, Alter, Muni. Boah, aber da geht was. Zombieanzahl ist merklich erhöht. Merklich. Boah, guck dir das an, wie die da reindrücken, die Grünen. Kurz Soundchecker. So ein kleines, fragiles Ding wie der Zaun, ne? Sorgt dafür, weil wenn die hier vordrücken würden ohne den Zaun, ist vorbei. Deswegen muss. Und schau mal, da wo ich die ganze Zeit drauf schieße, dieser Stahlblock, der geht auch bald durch. Muss ich verstärken. Klingt wie der große Wolf. Wäre natürlich die Frage, ob der dann auch hier... Siehst du, die ganzen Klingen sind ausgefallen, ne? Ich muss irgendwie gucken, dass ich den einen Stahlblock hier vorne nochmal verdoppel oder so. Wie viel Uhr haben wir eigentlich jetzt? Okay, zeitlich liegen wir ganz gut. Wir sind auf dem Weg Richtung Ende. Dämonische sind bei mir immer gefühlt in den ersten Wellen drin, ne? Bin gespannt, ob der Stahlblock da hinten hebt.
Es werden mehr. Also ich glaube, das ist die höchste Anzahl da. Genau das darf nämlich nicht passieren. Jetzt die ganze Zeit vermisse ich die Cops und dann sind wir es zu viele, ne? Mist. Mit den Cops zu dealen ist fast komplizierter als mit den Demolishern bei der Falle gerade. Super. Ich habe so das Gefühl, das ist wie so Endspurt gerade, ne? Sag mal, Nameless, hast du eigentlich noch dein komplettes Leben? Wieder einer explodiert. Ja, aber es ist schon, man merkt schon, dass es eine fragile Geschichte ist in der Form, dass wenn eins schief geht, je nachdem welche Combo da kommt, ne? Hast du gesehen, der Zaun, die Klappe war auch schon ganz knapp durch. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass der eine Köbel da abgestürzt ist. Vielleicht kann man das vorne noch ein bisschen enger machen. Oh oh. Es ist gerade ganz übel schwer, finde ich, die rechtzeitig abzuarbeiten. Hast du gesehen, er ist explodiert. Das kann jetzt natürlich sein. Wenn da mal die Falle in Mitleidenschaft gerät, die ich eigentlich hinten eingebaut habe, was ja passieren kann, dann ist vorbei. Aber ansonsten war das jetzt die Horde mit den meisten Zombies. Und ich muss sagen, man merkt den Druck. Ich bin auf den Block gespannt, wie viel Schaden der genommen hat. Noch geiler ist ja, dass wir 900 Schuss, 9 mm über die Turrets rausgehauen haben heute Nacht, ne? Wow. Zehn Blutmonde überlebt. Ja, den einen haben wir ja nicht geschafft, ne, wo ich jetzt das erste Mal abgehauen bin. Aber du merkst, dass der Turm funktioniert. Weil normal muss ich immer ziemlich schnell runter, um die unten wieder einzusammeln, die übrigen nach der Horde. Ne? Und die kommen jetzt immer alle sauber hoch. Ist der Knaller, wie die Falle funktioniert. Also der Turm ist ja, der macht ja noch mehr Laune wie drüben. Wo ist denn jetzt die Madame? Ist die hinten runtergefallen? Ah ne, da kommen sie. Thank you.
Es tut mich hier an, ne? Aber es kann halt nicht viel anstellen. Es kann leider nicht viel anstellen. Jetzt kommen natürlich die Schreier. Oh, die habe ich ja direkt erwischt. Wo kommt die jetzt noch her? Looten wollen wir ja, ne? Oh, Alter, volls Knie! Ich weiß halt nicht, wie viele Schreier da jetzt noch sind. Leute, das hat so gut funktioniert. Ich bin so happy. Warum ist denn der jetzt nochmal nachträglich umgefallen? Zum Groben und Ganzen war es das, ne? Guck, Klinge zweimal. Und Sturmgewehre zweimal. Da ist noch jemand auf dem Weg, ne? Hier der Block, Leute. Guck mal. Den müssen wir verstärken. Der war fast durch. Stahldeckel hat gut gehoben. Ich bin so happy. Nochmal ein Level up. Und dann haben wir heute einiges abgearbeitet. 325er Game Stage. Ne? Ihr wisst, was ihr meint, gell? So, warte mal. Wer geht gleich looten? Was wollte ich sagen? Also, das brauche ich ja nur zum Bauen hier, das auch. Das nehmen wir mit rüber. Dann lasse ich das nämlich jetzt hier. Das auch. Das auch. Das kann man dann scrappen. Das lerne ich jetzt ausnahmsweise. Das kann man. Siehst du, jetzt haben wir nämlich hier schön. Ich muss drüben die Fallen noch ausmachen. Ey, das hat Laune gemacht, das war richtig gut. Hier, Predigerhut. Schöner Loot bis jetzt. Mal gespannt, wie viele rote Säcke. Zählen wir mal mit. Einer liegt hier. Erntewerkzeug. Roter Sack, was ist drin? Motor-Toolparts. Gewehre. Sind wir jetzt bei Qualität 5. Nicht mehr lange. Dann können wir das Ding bauen. Die lerne ich jetzt hier. Das ist verstopft fast nur ein Platz. Schlagringe. Schaufel. Hier kriege ich meine 7er wieder zurück, Muni. Vielleicht setzen wir noch ein paar Shotgun-Turrets unten auf, die auf dem Weg hoch schon die mitbearbeiten, weißt du? Das könnte man machen. Weil Shotgun-Muni habe ich auch super viel übrig. Das war richtig gut. Zweimal Gewehre. Die Klingen sind natürlich alle ausgefallen hier, ne? Komm, wir machen kurz die Falle aus, bevor sie ausgemacht wird. Das war ein Spaß. Leg mich an der Kap, war das gut. Weil die lockt ja wahrscheinlich auch Schreier an, ne? Cool. Eine Schreierin aber nur. Leute, guckt uns an, oder? 11 Ingame-Wochen später, alles im Griff. Oh, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das waren wahrscheinlich meine Minen, ne? Ich held. Aber, weißt du, was schon wieder gut ist? Wir wollten ja hier sowieso was ausheben, wo sie reinfallen. Dann haben wir schon mal einen Anfang, finde ich. Zweimal Gewehre, ein paar Stahlbarren. Hör, aber gar nicht so viele rote Dinger. Bikerhandschuhe. Hier, guck mal. Schalldämpfer-Mod. Können wir jetzt Schalldämpfer bauen, wann immer wir Bock haben. Hä? Ein roter Sack. Aber es waren mehr Demolisher, ne? Vielleicht sind die roten Säcke schon despawned, weil die waren ganz am Anfang. Nomaden-Outfit.
Na gut, ich will mich immer nicht beschweren. Hier, Athletenoutfit. Okay, ich muss die Bücher rauslesen hier. Verursacht 10% mehr Schaden an Hirschen. Ich habe noch nicht einen Hirsch getötet, glaube ich, seit ich spiele. Also zumindest in der Staffel meine ich noch nicht, oder? Ja, man weiß es nicht. Hier, Nagelpistole haben wir aber schon. Okay. Tja, Baby. Dann würde ich doch mal einfach behaupten. Genau, wegen dem einen Lederding habe ich jetzt Muni geschreddert. Sturmgewehre, M60 Maschinengewehr, Qualität 4. Ja, das bauen wir uns natürlich dann, wenn wir soweit sind, alles, ne? So, Leute, im Groben und Ganzen, Michael Schanzen. Ist natürlich krass viel Loot, was man so kriegt, ne? Das war's, aber nur einen roten Sack habe ich tatsächlich looten können. Ich glaube, die anderen sind despawned oder es gibt nicht jedes Mal einen roten. Das war's. Schöne Geschichte. Das heißt, morgen gehen wir rüber zur Schmelze, schnappen den Tragschrauber, nehmen das Motorrad mit. Aha. Gut, aber hier muss ich dazu sagen, ich habe nie den Kern ausgebaut komplett, ne? Dann ist hier irgendwas passiert, dass sie hier hängen geblieben sind. War da eine Klinge? Hier haben sie kauen. Und die Klinge abgebaut. Das heißt, sie sind hier irgendwie ins Straucheln geraten. Da müssen wir uns mal gucken, was wir da machen. Aber hey, der Zaun hat Koben. Das ist für mich das Allerwichtigste gewesen. Die Klinge kam noch nicht mal zum Einsatz. Das wäre ja so mein Notanker hier. Läuft. So, guck mal, ein paar Baumarts kamen auch wieder zurück. Jetzt könnte man theoretisch die drei... Also, da komme ich jetzt nicht einfach so hin, wie ich es will, gell? Was ist denn das noch für ein Geräusch? Ach, der Schubse. Schubsi. So, mein Freund. Ich würde sagen, du bist schon mal wieder aufbereitet fürs nächste Mal. Leute. Und dann stell dir mal vor, es wäre wirklich was und wir gehen rüber und haben noch eine zweite Falle, die genauso gut läuft. Und wenn dann alle Stricke reißen, haben wir noch die Option zum Beispiel, hier auf diesen Zwischenturm zu flüchten. Der hebt auch nochmal in Stündle. Und wenn es ganz blöd läuft, dann müsste man uns was Neues einfallen lassen. Und dann möchte ich an der Stelle noch kurz erwähnen, unser Sichtschutz, beziehungsweise der Schutz, dass die Zombies darüber gekickt werden. Kein Problem, ne? Der ist noch 1A dran, ne? Und da unten waren sogar Holzelemente verbaut. Die haben sich nicht mal überlegt, anzugreifen. Also das ist genau so, brauchen wir's. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich tierisch auf einen Ausflug. Machen wir einen kleinen Helikopterausflug. Und vielleicht nochmal eine 5er Befallene oder so. Mal gucken, wo wir einkehren. Vielleicht fliegen wir zum Rekt. Vielleicht zu Chen, dass wir die mal wieder gesehen haben. Ich bin gespannt. Freue mich auf euch. Bis dann.